bisschen mehr nach Westen. Oder auch nicht. Oder ich muss einfach da oben zu Cache 308. Vielleicht muss ich ja gar nicht so genau hier hin. Okay, ich komme hier nicht hin. Big Tree mit Ski. Okay, ich renne mal in diese Richtung. Here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Nope. It must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. Ah. 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Markieren. Map Update. Okay. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry. We have to get into that site. Are you okay? I don't know, Henry. People have been listening to us all summer. How is this actually happening? I don't know. I'm scared. None of it makes any sense. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? What? Maybe I'm just losing my mind. What? Julia, maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water, or our condo was underneath some power lines, and you, Delilah, you're not real. Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Okay. Henry, sweetie, I am real and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second and then call me back. I'm on your side. Okay, I'm all right. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up. Scheiße, falsche Richtung wieder. Ich muss links hey, runter. I just thought of something not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. What? Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I just heard something. What is it? I don't know. It was goddamn terrifying, though. Well, it could be an elk, or it could be someone trying to get you to radio about a loud noise so they know where you are. Oh, fuck. How about you don't do that again? Ich muss da runter wieder. Südwest muss ich wieder runter. Südwest.
fuck. Bloß nicht verlaufen. Rope hook, okay. Bin ich hier richtig? Ja. Okay, und jetzt ein bisschen rechts halten. Nicht zu sehr. Und dann zu dem Gate. Ich will das Gate aufbrechen. Die Axt ist ja dabei. Rope Hook. Yep. Nochmal hier runter. Okay. Was ja wirklich sehr schön gemacht ist, dass es zu jeder, da soll das Feuer sein, okay, dass zu jeder Tageszeit irgendwie auch eine ganz andere Stimmung ist, ne? Auch mit dem Dunst hier überall und dem Nebel. Dann die ganzen Lichteffekte. Das ist schon sehr cool gemacht. Hier war ich schon dran. Und irgendwie... Na, wo bin ich? Nein, falsche Richtung wieder. Fuck. Okay, wieder hoch. Nein, falsche Richtung. Ernsthaft, ey. Irgendwie fällt es einem nach einer Zeit gar nicht auf, dass es Comic ist. Oh yeah. Kommt sogar noch ein Haus rein. Der Frittensepp. Dankeschön. So, dann klettern wir hier mal wieder hoch. Stück für Stück, Stück für Stück. Alter Falter. Zieh hoch den fetten Arsch. Ah. Okay, und dann jetzt in diese Richtung weiter, ist das richtig? Ja, so sieht's aus. Und wieder rennen. Man kann halt mit der Map in der Hand nicht rennen. Und die ganze Zeit langsam laufen. Ist einfach zu langsam. So. Scheiße, hier ist doch der See. Ach genau, ich konnte ja am See. Am See konnte ich ja vorbei. Hier kommt gleich die Stelle, wo ich einen auf die Rübe gekriegt habe. Hier. Okay, schnell weiter. So, und irgendwo hier oben, war das hier? Ist gerade nochmal checken, war das hier jetzt mit dem Zaun? Ja, ne? Ja, das war hier. Zack. Und jetzt ab durch den Zaun. Die
Steine liegen da immer noch so komisch drauf. Das ist doch irgendwie sehr komisch, ne? Dass da jemand Steine so hingelegt hat. Aber ich kann es mir nicht gesondert anschauen, als ob das jetzt irgendwie wirklich was Besonderes wäre. Es ist nicht so, dass... Oder dass ich damit irgendwie darüber schnacken kann mit der Delilah. So, jetzt Gate. Oh yeah! Er weiß sofort, was zu tun ist. Smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Investigate. Whippy wappy muppo. Wappity. Oh! Ow! Eine Biene. John. Okay. Es geht hier echt weiter. Das ist genau der Weg hier. Habe ich ja Glück gehabt. Ich würde ja jetzt gerne schleichen oder sowas. Aber diese Möglichkeit gibt's nicht. Aber ich renne einfach mal nicht. Okay, da ist die Station. Jetzt fällt mir ein, auch wenn ich hier, wenn das hier ist, ist es der Ausgang? Ich darf auf gar keinen Fall meine Schildkröte vergessen. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there is some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. And they could probably listen to whoever the hell they want. Nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Okay, kann ich nichts damit machen? Ich kann gar nichts damit machen. Sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. This equipment is not stuff from the hardware store. Ob ich da einfach mal gegen pinkeln sollte? Soil out here too. It's all gritted off. Who knows what else they're up to?